So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Wir wollen unser Abschiedsgeschenk abgeben. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Was will er? Kina, was it? Seems the girl's taken with the idea of training at the Grand Cathedral. Ja. We're mates, you and I, hm? Well, perhaps I'll take the girl there myself. Don't look so worried, friend. Ja, doch, ich schau besorgt. Ganz trauen tue ich dem Kollegen nicht. I have no doubt Kina's desire to visit the Grand Cathedral owes much to your role as arisen. Das kann man wohl nicht verbergen. Acolytes of the faith have long studied the dragon there. Doubtless she hopes to discover some means to aid you. Und so ist unser Schicksal weiter verbunden. Some call it folly to attempt the long journey to the mainland with the dragon about. But I disagree. Ich auch. Light on our path to conquering this evil. It must never be abandoned. Niemals. Immer Licht. My thanks, Arisen. This is all we required. We shall begin the blessing at once. Ja, lass die Segnung beginnen, Freunde. May the Maker's light shine always upon you. Wird er. Well, sister, the time is near. Our time together has been short. And yet you have become so very dear to the Abbey. You make me feel quite small, sister. To quit the Abbey for my own reason seems altogether selfish now. Nonsense, child. It warms my heart to send one of our own to the Grand Cathedral. Before you depart, I would have you take this. A gift from all of us. Oh, my! So this is why you spent such long hours afield. It is wonderful. I cannot imagine the effort it took to craft. My steps will be lighter knowing I bear the support of such fine friends. Pray remember, I seek only to aid you as you have so oft done for me. I will return with the knowledge you need to dispatch the worm. Just wait. Also, I would give you this. It is a small thing, hardly equal to all you've done for me, but I... Listen to me. It seems there's nary a parting I can't turn painful. I shall return to you. I swear it. I've learned what to do in this quest. I feel more familiar with this quest now. Whoa! Whoa, was hat sie uns geschenkt? Verlass mich nicht. Eine Andachtsblume von Kina großgezogen. Sie wirkt heilsam auf Körper und Geist und verdorrt nicht. Verlass mich nicht. Kinas fierce resolve is a welcome spur to examine our own faith with fresh eyes. A heart kept pure and faithful need never fear, no matter the state of the world around us. Ich mach mir schon Sorgen um sie. Du Genie. Okay, Freunde, sie ist gegangen. Zur großen Kathedrale, anscheinend mit diesem Homperer. Naja. Vielleicht erinnert er sich ja noch an unsere gemeinsame Zeit. Gut, dann, Freunde. Ich hatte gesagt, Medaille der Schwüre, it's next. Ja, wir müssen Richtung Großer Wall. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob wir hin aufbrechen. Die kriegen wir nicht, alter Steinbruch. Ja, okay. Altar des Wassergottes. Das wird wahrscheinlich die nächste sein. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir reisen nach Kasardis. Ja. Ja. Dort lagern wir dann die Verlass mich nicht ein, weil die sind sehr schwer, muss ich sagen. Die lagern wir ein und dann schauen wir weiter. Wir können auch die Chance nutzen. Um Gegenstände abzulegen und nochmal das Schlagbrett zu kontrollieren. Okay, ist nichts. Hey,
dragon. What can I do you for? As you will. Du könntest mir helfen, ein paar Sachen einzulagern hier. Nee, so. Irgendwie... Oh, Halsabschneider, hi. Irgendwie erinnert mich diese Musik immer an was. Ich kann bloß schwer sagen, was. Es mag jetzt ein bisschen bescheuert klingen für Leute, die das Spiel kennen, aber hin und wieder... As you will. Hin und... Entschuldigung. Hin und wieder erinnert es mich an diese... Es gibt doch in The Evil Within, in dem Horrorspiel, gibt's doch so Spots, wo man sicher ist. Und läuft da nicht auch immer so eine entspannte Klavier... Oder war es Resident Evil? Es kommt mir auf jeden Fall, dieses Klavierspiel kommt mir immer sehr bekannt vor. Ja, wir sind fertig, wir können los. Und ich reise jetzt tatsächlich auch mal bei Nacht, einfach um zu sehen, ob uns bei Nacht andere Kreaturen angreifen. Und ich habe so einen minimalen Verdacht, dass wir von diesen namenlosen Schrecken eher bei Nacht angegriffen werden. Ich kann den auch einfach mal markieren, vielleicht. Ne. Ne. Gar nichts. Gar nichts, Freunde. Das ist halt theoretisch schon heftige Verschwendung. Aber der bleibt nur so lange hier, bis wir den Hexenwald durch haben. Dann kommt er weg. Weil dann würde der sogar Sinn machen. Hier, zack, zack, zack. Dann, ja, hier wäre auch noch einer praktisch. Aber so wichtig ist die Wegeburg eigentlich nicht. Wichtiger wäre hier an der Seelenschinderschlucht. Zwar ist die Abtei dann saublöd gelegen, weil sie wirklich mitten zwischen diesen beiden ist, aber zumindest hätten wir es dann, oder vielleicht sogar die Ruinen hier oben. Wenn wir so... Oh Gott, schon mal Bordstein gefressen. Roads are safer than the brush. Was willst du? Still we best stay where. Ja, das ist mir sehr wohl bewusst, meine Liebe. Danke für den Tipp. Aber wir kriegen das schon hin. Es haben bisher Zyklopen probiert, Chimären, Greifen. Da habe ich so das Gefühl, dass Banditen unser geringstes Problem sind. Schöne Nacht. Sehr, sehr schöne Nacht, Freunde. Ich will nur kurz gucken. Nur ganz kurz. Ich glaube, es wird eh schon wieder morgen, oder? Es hält so leicht auch. Auch nichts. Auch nichts Neues, Freunde. Dann würde ich, ja, in Gran Zorin checken wir nochmal, wenn wir die Quest annehmen. Das Lager ist totaler Schrott. Das brauchst du mir überhaupt nicht erzählen. Brauchst du mir überhaupt nicht erzählen. Ein Bollwerk gegen Monster. Das Lager wäre fast gegen Zyklopen gefallen. Gegen fucking Zyklopen. Oh krass, da kommen noch einige, oder? They attack in quick succession. Da.
Gute Reaktion. Sehr gute Reaktion. Coming. I'm on my way. Just a moment. The Master! Wolves! Ja, das sind noch mehr. Ach, hier waren aber sonst keine Banditen. Oh, die haben sich mit den Wölfen verbündet. Spannend. Interessant. Hoppala. Mein kleiner Scheißerchen. Zack. Hast du gerade den Wolf mit dem Totenschädel beschmissen? Was ist jetzt? Ich bin hier. Okay, wir haben hier einen roten Punkt. Ich bin hier, die alle Dinge enden lässt. These nameless men are shadows. Have to appear anywhere. Don't allow them to surround you. Hä, was war das? Die waren super schwach. Noir und Rouge. Fire works well. They're nimble. Watch your back. They attack in quick succession. Hi. Was war das denn gerade? I'll keep watch. You'll now hit them swinging blindly. Da hinten ist ein Wolf, der flieht aber, glaube ich. Ja, vielleicht. Dare you double dare you. Take my fire! I grant you fire's blaze! Let's wait and see what they do. We could be ambushed. Stay alert. Fire works well! Oh, ihr seid so nervig, Freunde. Kommt hier lang. Just a moment. I'll go at once. Wenn uns niemand angreift, lassen wir sie in Ruhe. Rouge und Noir. Noir bedeutet auf Französisch schwarz. Aber die waren ja super schwach. Wen hast du jetzt da noch gekillt? Wen tötet ihr denn? Statt der da oben? There, Master! Wolves! Natürlich Wolves. Was denn sonst? Help me! Oh, hi! Moin, mein Lieber! Wo? Hier unten! Violetta! Wolves bolt quickly to flames! Arisen, I'm at your side. Oh, die sind schnell, gell? They're nimble. Watch your back. Und ich bin einfach nur scheiße langsam. So, jetzt ist, glaube ich, vorbei. War das jetzt Teil dieses... Warum haben wir den überhaupt aktiv? Ich habe doch die hier aktiv gemacht. Hat der sich selbstständig aktiviert, weil... Gott. Boah, Leute. Hat sich der gerade aktiv... Waren das jetzt zwei von diesen... Waren das Attentäter? Ich bin überfordert. Ich mache mich jetzt einfach auf zum Altar. Ich glaube, die haben da jetzt dazugehört. Das heißt auf gut Deutsch, die greifen uns... Das heißt, die greifen uns bei Nacht an. Kann mir irgendjemand erklären, warum wir jetzt so voll sind? Ach so. Ah, oh ja, okay.
Aber jetzt mal, for real. Ich meine, es wurde ja auch rot markiert. Es muss eigentlich zu der Quest gehören, weil keine andere Quest hat damit zu tun. Und wir hatten kurz so einen roten Kringel, so einen Questkringel. Aber wenn das dazugehört, das würde ja bedeuten, dass irgendwo in dieser, auf der ganzen Map, diese Leute auftauchen können. Und ich soll die jetzt suchen. Also wenn ich die wirklich suchen muss, das sehe ich gerade noch nicht so ganz. Hör doch auf, so rumzuschreien. Ich glaube, das wäre eins der schlimmsten Dinge, die mir passieren könnten. Dass mich jemand im Zweikampf besiegt und sagt, oh, it was a waste of time. Oh, ich hätte trockene Lappen mitnehmen können, weil wir müssen nämlich durch so ein Ding durch einen Wasserfall. Boah, also wenn die irgendwo auftauchen können und wir die Quest nur beenden können, indem wir die finden. Weil wir haben ja, oder haben wir jetzt Kartenmarkierungen auf der Map? Ich glaube, ich habe vorher schon geguckt. Nee. Naja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich müsste hier eigentlich irgendwo rüber können. Ah ja. Terrain is wild and varied. We best choose our path carefully. So, machen wir gleich mal die Laterne weg, dass die nicht unnötig nass wird. Und dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Das war so geil, als wir dort das erste Mal waren. Das war so Anfänge meiner Dragon's Dogma-Geschichte. Das war einer von den damals noch coolen Aufträgen. Gut, dann wo? Okay. Das könnte spannend sein. Du bist immer noch nicht sauer, okay? Weil... Könnte ein Zyklop sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir nur... Also wenn wir den beim großen Wal wegnehmen... Also drei... Einer ist beim großen Wal, einer ist im Steinbruch. Jetzt haben wir gutes Aim. You battle. I'll take this. What's that? Nimmst du das da drüben mit? Nee, also ich habe auch keinen Bock. Jetzt nehmen. Pass auf, ich muss kurz. Steinbruch klappt nicht. Hängt zu hoch. Kasades klappt nicht, hängt zu hoch. Steinwall ist sehr weit weg. Das heißt, es gibt den hier, es gibt die Seelenschinderschlucht und wo ist der? Es gibt noch einen dritten. Den wir theoretisch suchen können. Oh, ich höre Skelette. Wow! Achso, oh, das war ein Echse. Ich habe das gerade gar nicht einschätzen können, was das war. Das Schöne diesmal ist, dass das Wasser weg ist. Das heißt, es kann zumindest keiner sterben, wenn er runterfällt. Tja, Freunde. Oh nein! Oh.
Be wary. Das war dumm. I'll serve as bait. Was hast du gemacht? Wo sind alle unsere Leute hin? Ihr seid noch alle da, oder? Da hinten rennt der eine noch rum. What's this? Hier müssen wir lang. Der Drache, den wir in der vorletzten Folge angegriffen haben. Das wäre schon so auch, also... Ah, da oben ist wieder ein Echse. Also es wäre ein bisschen langweilig, wenn es der Endboss-Drache wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte es tatsächlich irgendwo sein. Er sieht ihm halt so ähnlich und er hat auch diese Übernahmefähigkeit. Das mit dem Überraschungsangriff, mein Lieber, das funktioniert nicht so ganz, wa? Ja, moin. Ups. Auf seine Bumsbirne. Kann ich ihn gerade hitten? Ich glaube, ich hitte ihn schon, oder? Und ich glaube, er fällt die Treppe runter. Ich sehe gar nichts. Ich glaube einfach. Ah doch, ich hänge da noch. Hi. Na, dann hau ich dir eben auf deine Fußsohlen. Mal ein bisschen Feuer hier. Jetzt riech dich auf, die Gokolores. Und aufgestiegen auch noch, Freunde. Darauf ein Prosit. Ja, es ist schön zu sehen, dass Zyklopen einfach keinerlei Gegner mehr sind für uns. Kann jemand von euch die Haue nehmen? Nein? So, irgendwo ist, hier ist das Objekt unserer Begierde. What's that? Es muss doch hier sein. Diese Aufträge sind nur noch scheiße. Die sind nur noch scheiße. Also auch das anscheinend ab jetzt sind so alle von diesen Medaillen, die sind nicht besonders gut versteckt, sondern sie sind einfach nochmal so hoch, dass du halt einfach nicht rankommst. Cool. Okay, mega, mega gute Idee. Ja, genial, wirklich. Also toll. Share.
take that. Ich meine, es ist halt so. Die Dinger sind ja eh nicht besonders schwer zu finden. Aber was macht denn da eine größere Challenge draus, dass man den jetzt irgendwie mit dem Bogen runterballern muss? Wo ist es denn jetzt irgendwie schwieriger oder wo braucht man denn mehr Skill dazu? Wisst ihr, lieber muss man so Passagen, so Jump-and-Run-mäßig, ihr kennt auch noch, vielleicht könnt ihr euch an den Geheimgang in Finstergram erinnern, den wir gefunden haben. Lieber sowas. Aber hier so eine Pseudokacke, also wirklich, nee, einfach nee. Dem kann ich gar nichts abgewinnen. Überhaupt nichts. Ich finde, dass das ein ziemlicher Bullshit ist. Nummer 60. Beim Turm des Blauen Mondes. Ja, wisst ihr was? Okay, nee, dann machen wir das jetzt so. Ich beam mich jetzt dahin, hol mir die Medaille der Schwüre und dann checken wir diesen Pfad hier mal ab. Bis hier hoch ungefähr. Ich glaube, dass der ganz cool ist. Aber davor hole ich mir neue Fertigkeiten, weil ich will jetzt wirklich mal gucken, ob das stimmt, dass ich das einfach immer übersehe, dass wir mehr tragen können. Diese Medaillen der Schwüraufträge und auch jetzt diese namenlosen Schreckenauftrag, das sind so... Ja... Kann ich jetzt momentan nicht viel abgewinnen. Flamirin, ach geil. Ja, das größte Problem mit diesem Ambrosia-Fleisch wird sein, das ist relativ schwer. Und egal, ob wir es jetzt dabei haben oder ob wir es später dabei haben. What will it be today? Have your pick, any you like. What will it be today? Es wird halt viel Platz einnehmen. So, Fertigkeiten erlernen. Da, 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 da. Das Zuflucht verbessert Abwehr und magische Abwehr des Anwenders, wenn dieser an der Schwelle zum Tod steht. Naja, eine Fertigkeit kriegen wir anscheinend noch. Schade, das geht jetzt nicht mehr. Zuflucht war das, genau. Die ist schon stark. Beutetrieb. So, und jetzt pass auf, jetzt. Was ist das? Vermindert den durch physische Angriff erlittenen Schaden. Oh, der ist auch mächtig. Ich will jetzt mal kurz durchkontrollieren. Vermindert den durch physische... Ja, das ist das. Ah, das ist die bessere Variante des Bollwerks. Ja, damit. Kondition halbiert den Verbrauch der Ausdauer, erweitert die Obergrenze der Gesundheit. Ist die UVW? Okay. Gerettete Versalen? Ja, ist nicht so wichtig. Halbiert die Verbrauch der Ausdauer, wenn ein Schild abgewehrt wird. Erhöht die Tödlichkeit. Ermöglicht schnellen Rückzug. Gewährt Energie um zusätzliche Lasten. Ich hab's echt übersehen. Ja, du spinnst. Na, mach. Vermindert ihn doch physisch erlittenen Schaden. Ja, wir können es nochmal machen. Gewährt geretteten Vasallen einen vorübergehenden Stärkeschub. Zuflucht haben wir. Schlagkraft erhöht die Stärke beträchtlich.
Verbessert die Fertigkeit, Gegner niederzuschlagen. Schlagkraft gefällt mir gut. Dann machen wir Aufprall. Geil. Mega, mega. Danke für den Tipp. Saugeil. So, jetzt können wir uns überlegen, ob wir wollen wieder mit Stab kämpfen. Haben wir jetzt nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Könnten hier Eismauer, großer Blitzregen, mächtiger Feuerwall. Ich bin halt so gar kein. Ich bin halt gar kein magischer Fan. Viel haben wir auch nicht. Was können wir hier noch lernen?